Ich begrüße unsere SpeakerInnen ganz herzlich zum nächsten Lightning Talk Session und auch die Gäste, die sich so langsam dazuschalten. Die Lightning Talks sind sehr strikt getimt, deswegen wollen wir gerne gleich loslegen. Ich begrüße als ersten Speaker Martin Heuer zum Thema Open Hardware for Technology Transfer and Impact. Sehr schön. Dann würde ich mal kurz mal. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Wir werden kurz unseren Bildschirm teilen. Und dann können wir Ihnen sofort vorstellen, worum es geht. Denn wir haben Sie eingeladen, ein paar Eindrücke zu bekommen, wie sich mit Open Hardware Technologietransfer und Reichweite von Forschungsergebnissen steigern lassen. Mein Name ist Paul Jarchel. Ich bin Student an der Berliner Hochschule für Technik, ehemals Beuth Hochschule. Und ich halte den Vortrag gemeinsam mit Martin Heuer vom Fraunhofer, IPK und Open Source Ecology Germany. Der Vortrag basiert auf einem Policy Paper, was zuletzt auf Englisch herausgekommen ist und sich mit einer der Ansprache einer ganz besonderen Problemstellung beschäftigt. Denn Technologietransfer an Hochschulen ist ein öffentlicher Auftrag, um Forschungsergebnisse verwertbar zu machen. Und der Standardweg sind seit spätestens 2002 Patente, die zuletzt in Diskussion geraten sind, weil die allerwenigsten von ihnen im universitären Kontext tatsächlich rentabel sind, in der Regel teuer sind und tatsächlich eine überraschend schlechte Transferquote aufweisen. Auch die Reproduzierbarkeit ist nicht immer in der Form gegeben. Und was wir dort empfehlen, das wird Ihnen jetzt Martin berichten. Das läuft unter dem Stichwort Open Science. Da werden Forschungsergebnisse unter einer freien Lizenz öffentlich verfügbar gemacht, unter anderem als Open Source Hardware. Öffentlich zugänglich, dass alle sie studieren, verändern. Jetzt auch an die Forschungsanstalten und Universitäten dieser Welt zu bringen, haben sich Vertreter der Open Science Community zusammengesetzt und ein Positionspapier erarbeitet, diesen GOSH Policy Brief. Da waren Vertreter vom UNESCO-Alphabet dabei, vom CERN und von anderen Forschungsanstalten, wie gesagt, aus der ganzen Welt. Da sind für uns im Grunde drei Punkte relevant. Zunächst, Open Source Hardware bringt mehr Innovationskapazität, heißt, ich muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Ich kann einfach darauf aufbauen, was andere Leute schon mal entwickelt haben. Und das ist besonders interessant, wenn ich globale Problemstellungen gemeinschaftlich lösen möchte, wie zum Beispiel eben an den SDGs zu arbeiten. Dann bringt Open Hardware auch eine effizientere, transparentere und partizipativere Forschung. Also das ganze Citizen Science Spektrum sei damit charmant abgebildet und es wird insgesamt auch ein bisschen kostengünstiger. Und das eben auch anderswo. Also sprich, Forschungsanstalten aus Ländern mit weniger industrieller Infrastruktur können sich damit auch an der Forschung beteiligen. Insgesamt führt diese Offenheit auch viel leichter zu multidisziplinären Partnerschaften, Forschung mit Zivilgesellschaft, mit Unternehmen, mit Bildungseinrichtungen etc., was dann auch die Ergebnisse besser verwertbar macht. Wie sieht sowas in der Praxis aus? Das hier ist das junge Gesicht des modernen 3D-Drucks. Polymer-3D-Druck ist bekannt seit den 80ern. Damals kosteten Maschinen irgendwas Sechsstelliges und es war so ein kleiner Nischenmarkt, der sich auch nicht besonders weiterentwickelte. Anfang der 2000er liefen dann die meisten Patente aus und dann haben sich Forscher an der University of Bath zusammengesetzt und diesen Open-Source-3D-Drucker entwickelt und dann eben auch veröffentlicht. Und daraus eskalierte dann der gesamte 3D-Druckmarkt, wie wir den heute kennen. Was Ähnliches ist auch in der Elektronik passiert mit Arduino, kam damals auch aus der Forschung. Und an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin wird an einem Open-Source-Magnetresonanztomographen gearbeitet, was da natürlich auch ein paar sehr spannende Fragen fürs Gesundheitssystem mit sich bringt. Das seien nur exemplarische Beispiele. Es setzen sich noch viele andere Hochschulen für Open-Source-Hardware ein. Und das aus Gründen, denn es gibt ein paar hochschulspezifische Vorteile. Genau, denn anders als man erwarten würde,
sind die Vorteile nicht nur auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene zu finden, sondern es gibt tatsächlich auch trotz Open Hardware oder Open Source, man möge es sich nicht vorstellen, tatsächlich valide Geschäftsmodelle und Gründungsmodelle, die auch für studentische Ausgründungen oder Ausgründungen aus der Wissenschaft sehr valide sein können. Mehr dazu in dem spezifischen Policy Brief. Andererseits gibt es auch interessante Transfermodelle zwischen den Fachbereichen, die durch Open Hardware entstehen können und in der Vergangenheit entstanden hat. Sie haben ein wertvolles Mittel, um Wissenschaftskommunikation auf eine ganz andere Art und Weise zu betreiben und um zum Beispiel Community Building in regionalen, aber auch weltweiten Kontexten, um ihre Hochschule und um ihr Projekt aufzubauen. Und sie haben eine sehr interessante Zusammenführung von Lehre, Forschung und Transfer, also den verschiedenen Hochschulsäulen, die sie so bisher in keinen anderen Ansätzen von sich aus provozieren konnten. Genau, was für Kernmaßnahmen können Sie ergreifen, falls Sie Interesse haben, das mal in Ihrem Kontext oder in Ihrem Technologietransferbüro an Ihrer Hochschule auszuprobieren? Es gibt mittlerweile Schulungsmaterialien für quasi alle akademischen Statusgruppen, die Sie verbreiten können oder sich selbst aneignen können. Ein nächster Schritt wäre beispielsweise, das in konkreten Strategien der Hochschulentwicklung oder in den jeweiligen Fachbereichen und Fakultäten zu verankern. Und dann wäre es sinnvoll, beispielsweise sich hochschulspezifische Schwerpunkte anzugucken, die Sie vor Ort vorfinden und dort dann spezifische Open-Hardware-Projekte anzustoßen oder vielleicht sich an bestehende des Bereiches anzuschließen. So, abschließend vielleicht noch der Verweis auf den initialen Policy Brief, den Sie dazu finden. Den finden Sie auf openhardware.science, aber Sie können sich natürlich auch jederzeit gerne an uns direkt wenden oder den beteiligten Institutionen folgen. Vielen Dank. Ich habe noch einen Nachtrag. Auch diese Folien sind Open Source. Ich kann den Link gleich nochmal teilen. Die kann man sich dann online einfach direkt angucken. Vielen Dank für den Nachtrag und vielen Dank an den Vortrag an Jessel und Martin Heuer. Ich übergebe direkt an Jürdis Vassiliou zu Xpeer, das digitale Austauschformat von TutorInnen für TutorInnen. So, jetzt bin ich auch zu sehen. Ja, ich freue mich, dass ich Ihnen Xpeer vorstellen kann, das digitale Austauschformat von TutorInnen für TutorInnen, was wir an der Freien Universität Berlin in diesem Jahr entwickelt haben. Mein Name ist Jürdis Vassiliou. Ich bin im Career Service der Freien Universität tätig und zuständig für die Qualifizierungsangebote für studentische MentorInnen und TutorInnen und im deutschlandweiten Netzwerk Tutorienarbeit an Hochschulen seit Mai diesen Jahres auch Netzwerksprecherin. Über das Netzwerk bin ich verknüpft mit Christina Jolovic von der Technischen Hochschule Wildau, die heute leider gesundheitsbedingt nicht dabei sein kann. Im Lightning Talk möchte ich Ihnen gerne einmal zeigen und berichten, was Xpeer ist, wie Xpeer funktioniert und was Xpeer als Format leistet und auch leisten kann. Ja, Xpeer ist das digitale, hochschulübergreifende Austauschformat zu Themen und fachspezifischen Belangen auf Peer-Ebene, das heißt von TutorInnen für TutorInnen. Es ist ein Semester- und praxisbegleitendes Angebot. Es versteht sich als organisatorischer Rahmen, als hierarchiefreier Raum für den Austausch und für die Beratung der TutorInnen untereinander. An der Freien Universität Berlin ist Xpeer Teil, fester Baustein im hochschuldidaktischen Qualifizierungsprogramm für Tutoring, sprich für alle studentischen Lehren. Es ist ein optionales Angebot. Und im September diesen Jahres haben wir an der Technischen Hochschule in Wildau auch ein hybrides Setting schon erproben können, bei dem ein Teil der Gruppe also in Präsenz vor uns saß und ein Großteil der Gruppe deutschlandweit digital hinzugeschaltet war. Ja, wie funktioniert Xpeer? Xpeer bietet TutorInnen die Möglichkeit, Themen
bedarfs- und interessenorientiert einzubringen. Die TutorInnen werden dabei von uns in der Vorbereitung und Durchführung begleitet. Vorab stelle ich Ihnen grundlegend immer zwei Fragen. Erste Frage, ja, welches Wissen, welche Erfahrung möchtest du gerne teilen mit den anderen TutorInnen? Welchen Input bringst du mit? Und zweitens, ja, welche Frage hast du selbst? Gibt es aktuelle Herausforderungen, bei denen du gerne Rat und Hilfestellung auch von den anderen TutorInnen dir wünschst? Es entsteht ein Raum, in dem die TutorInnen miteinander, voneinander lernen. Es entsteht eine sogenannte Community of Practice. Im Sommer 2021 konnten wir schon verschiedene XPEER-Veranstaltungen durchführen. Es ging zum Beispiel um Umfragen und Quiz in naturwissenschaftlichen Tutorien, um Podcasts in der Studieneingangsphase. Und aktuell begleiten wir zwei TutorInnen aus den Geschichts- und Kulturwissenschaften dabei, ihre XPEER-Veranstaltung zum Thema Schreibtreffs vorzubereiten. Ja, was leistet XPEER als Format? Es unterstützt neue TutorInnen, angehende TutorInnen dabei, anzukommen und reinzukommen in die studentische Lehre. Sprich, das Onboarding wird erleichtert, denn sie vernetzen sich von Anfang an im Fachbereich, über den Fachbereich hinaus, auch mit TutorInnen anderer Standorte. Und erfahrene TutorInnen ja erlangen einmal mehr über das Format die Möglichkeit, Wissen und Erfahrungen weiterzugeben. Denn sie wollen natürlich auch gerne wahrgenommen werden und wollen ihre Erfahrungen auch gerne teilen. Grundlegend entsteht eine Community of Practice, die sich selbst in ihrer Handlungsfähigkeit stärkt. Das heißt, auch Selbstwirksamkeit wird gestärkt und das Format bietet Mitgestaltungsraum an der Hochschule, in der Hochschullehre, in der studentischen Lehre. Ich habe hier mal einige Stimmen auch von TutorInnen mitgebracht, die bereits an XPEER-Veranstaltungen teilgenommen haben. XPEER als Format ist fester Bestandteil der Qualifizierung für Tutoring an der Freien Universität Berlin. Es ergänzt Basismodul, Planungs- und Methodenwerkstätten, semesterbegleitende Vertiefungsseminare und auch Hospitationen. Und es bietet einmal mehr die Möglichkeit, hochschuldidaktische Grundlagen, die erworben wurden in diesen Angeboten, auch praktisch anzuwenden. Vorhin habe ich schon gesagt, ich bereite die TutorInnen darauf vor, ich begleite sie in der Planung und auch Umsetzung ihrer eigenen XPEER-Veranstaltung. Ja, und wenn Sie jetzt Ideen bekommen haben oder auch Lust, mal darüber nachzudenken, wie das Format auch an Ihrer Hochschule und Ihrer Universität angedockt werden kann, würde ich mich freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen und sage an dieser Stelle vielen Dank und bis bald. Vielen Dank an Judith Vassilio und ich begrüße jetzt Herrn Fensterle. Ja, herzlich willkommen und zu einem kurzen Talk über synchrone, asynchrone Elemente. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, ein Vortrag aus der Praxis. Also wie sieht es denn tatsächlich aus Lehrendensicht aus und wie funktioniert das alles? Ich mache den Vortrag direkt ins Bild, also machen Sie einfach Fullscreen, dann haben Sie das mit den Folien auch drauf. Gut, also synchrone, asynchrone Elemente und um was geht's? Wir wollen im Prinzip die Veranstaltung erstmal angucken, um die es ging. Also das war natürlich erstmal ein Umbau Corona, was wir machen mussten. Und die Veranstaltung Medical Bioengineering, das ist ein Wahlpflichtfach, aber mit 73 Studierenden. Und das hat uns, ich will jetzt nicht sagen, das Genick gebrochen, aber das war natürlich eine große Herausforderung, wie man das dann umstellen soll auf digital. Um was geht's denn in dem Fach? Naja, interessanterweise ging es in dem Fach genau um das, was uns jetzt eigentlich am meisten beschäftigt, nämlich Corona. Das ist das Fach, wo man lernt, wie macht man dann eigentlich einen Corona-Impfstoff und wie bringt man den auf den Markt und alles drumherum. Und das soll man dann in zwei Semesterwochenstunden schaffen. Das heißt, man musste natürlich da ein bisschen reduzieren, das ist immer klar. Das heißt, man fokussiert sich auf die Probleme und Risiken und es ging dann Case by Case, wie man das dann vertiefen kann.
So, die Elemente, die in der Veranstaltung benutzt wurden, waren im Prinzip drei. Das sind die, das ist die Vorlesung selbst, die war interaktiv live über YouTube. Dann haben die Studierenden eine Präsentation ausgearbeitet und eine Live-Diskussion. Und ganz kurz, wie sowas tatsächlich aussieht. So sieht ein Livestream aus über YouTube. Da sieht man, da ist schon ein bisschen was dahinter. Immer die Frage, was für eine Qualität will ich? Meine Intention war, ich kann das dann gleichzeitig mitschneiden und habe qualitativ hochwertiges Material, das später zu verwenden. Kann es hier zum Beispiel dieser kleine Videostreamer, an dem kann ich alle einzelnen Signale einzeln aufnehmen. Warum YouTube auch wieder? YouTube ist eben... Das funktioniert und die Qualität von YouTube ist derzeit unschlagbar, inklusive für Livestreams. Und man hat im Prinzip die Möglichkeit, das nicht live zu machen, also nicht live, nicht gelistet, meine ich. Das kann dann nicht jeder einfach zugreifen. Die Studierenden, die haben Videos erstellt für die Präsentation und die wurden dann am Schluss synchron über WebEx diskutiert. Und wenn man das alles so ein bisschen zusammenwirft und zusammen anschaut, wie das dann aussieht. Man hat also im Prinzip die Präsentation, also die Seminar- und Vorlesung am Anfang und am Schluss kommen die Diskussionen. Jetzt gibt es auch noch so ein kleines Interims-Assessment dazwischen, aber auf das will ich gar nicht groß eingehen. So ist die ganze Veranstaltung dann strukturiert gewesen. Wenn man die Didaktik sich anschaut, dann hat man synchron die die Gruppen erstellen die Videos, die werden hochgeladen und das ist jetzt das Besondere, eine andere Gruppe fasst das Thema dann zusammen und stellt es direkt vor, das macht also nicht diese Gruppe selbst und die nächste Gruppe macht Fragen zum Thema. Das hat hervorragend funktioniert, weil damit hat man das erste Mal auch so eine richtige Diskussionskultur, gerade bei komplexeren Themen. Man hatte immer das Gefühl, bei der Konferenz ist alles wahnsinnig neu, ist es aber nicht. Das hat im Prinzip, ich habe den Namen noch nie gehört, aber deshalb würde ich den explizit mal sagen, das hat die Maria Montessori eigentlich vor 100x Jahren eigentlich schon vorgestellt, dieses Konzept, hilf mir es selbst zu tun. Also das ist im Prinzip eine Rückbesinnung auf dieses Konzept mehr oder weniger. Die Vorlesung selber sieht genau das aus wie das, was ich jetzt mache. Das ist natürlich live Picture in Picture. Da gibt es interaktive Abfragen und es gibt natürlich einen Chat, der gibt es bei YouTube genauso wie bei anderen Formaten auch. Und das ist dann ein anonymer YouTube-Chat und der wurde auch, wie man sieht, groß genommen. Ich habe jetzt noch die Namen da links ausgeblendet für diesen Vortrag hier. Und die Vorlesungen waren danach aber auch alle unbegrenzt abrufbar. Das heißt, das ist der Vorteil bei YouTube, wenn ich da was reinstreame, dann kann ich das so machen, dass das nachher auch sofort abrufbar ist, ohne dass ich als Dozent noch groß irgendwas rumschneiden muss. Kann ich aber natürlich auch, wenn ich das will. Interessanterweise in diese Vorlesung war nichts Prüfungsrelevantes. Also die Prüfungsrelevanz, also die Noten kamen tatsächlich rein aus den Vorträgen der Diskussion. Und da ist die große Frage, kann da sowas funktionieren? Also ist da eigentlich jemand da bei der Vorlesung? Und das ist auch wieder das Tolle, wenn sie das über YouTube machen. Hoffentlich dann später haben wir Plattformen, über die das auch geht. Von den 70 Studenten, sehen Sie hier, waren 45 da. Und das, obwohl es nicht prüfungsrelevant ist. Also da muss man mal ein großes Lob an die Studierenden setzen, weil es ja immer heißt, nur wenn Prüfungen da sind, dann funktioniert es. Aber es funktioniert nicht immer. Also das ist ein Vergleich. Das ist ein Video, das offline reingestellt wurde zur Glykolyse. Gleicher Dozent, also der Dozent ist hoffentlich jetzt da nicht dramatisch schlechter. Und man sieht, das wurde kaum abgerufen. Direkt vor der Prüfung, die Prüfung war hier, das habe ich also am Tag der Prüfung runtergeladen, da haben die Leute angefangen, das anzugucken und da geht es wirklich, das ist eine Transferfragengeschichte, das heißt, das Video nützt einem eigentlich einen Tag vor der Prüfung gar nichts. Also das heißt, es gab tatsächlich auch Beispiele, wo es nicht funktioniert und das wäre eigentlich so eine Geschichte, wo man gesagt hätte, das wäre so ein klassisches Flip Classroom, ich mache die Glykolyse extra, mach dann eine Vertiefung, es funktioniert aber nicht bei jeder Schulinggangpopulation. Wir sind in Bayer Engineering sind wir wahrscheinlich einer der internationalsten Studiengänge. Wir haben 60% internationale Studierende aus 65 Ländern. Keine Zugangsbeschränkung. Also das ist eine echte Herausforderung und man sieht, das klappt nicht immer. Das muss man einfach sagen. Live hat aber sehr gut funktioniert.
wurde sehr gut angenommen. Für die Studierenden hat es auch eine soziale Komponente. Und ich glaube, das ist das, was man einfach berücksichtigen muss. Diese Idee, ich lade einfach was hoch und kann das dann nachher vertiefen. Also dieses Flip Classroom ist alles sehr schön. Es scheint aber nicht immer zu funktionieren. Und B, die Zeit, die für die Studierenden anfällt, wird oft übersehen. Und das war eigentlich so mein kurzer Parfurit sozusagen durch diese Veranstaltung, was wir daraus gelernt haben und auch die Lehrenden sich drauf, dass man die Modelle schon immer abgleichen muss mit dem, was denn bei den Studierenden dann funktioniert und nicht. Und das auch tatsächlich jedes Mal auf die Studierendenpopulation anpasst, weil das kann sich auch ändern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Vielen Dank an Joachim Fensterle und ich begrüße jetzt Tobias Hoffmann und Julia Liebscher. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Julia Liebscher. Ich bin vom Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung der Universität Duisburg-Essen und ich bin dort unter anderem gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias Hoffmann für unsere Lehrwerkstatt Online zuständig, die wir Ihnen heute kurz vorstellen möchten. Die Lehrwerkstatt Online ist ein Online-Portal, über das wir innovative Lehrprojekte video- und textbasiert an der UDE sichtbar machen. Besucherinnen der Lehrwerkstatt Online können sich dort über erfolgreiche Veranstaltungskonzepte aus den verschiedenen Fachbereichen der UDE oder zu didaktischen Themenschwerpunkten informieren. Sie können ihr Wissen zum Lehren und Lernen vertiefen und sich gezielt mit Kolleginnen und Kollegen zu Veranstaltungskonzepten oder halt didaktischen Themen vernetzen. Wie ist das Ganze entstanden? Wir haben, bevor wir die Lehrwerkstatt Online ins Leben gerufen haben, eine Webseite gehabt, auf der wir den Lehrenden hochschuldidaktisches Selbstlernmaterial zur Verfügung gestellt haben. Zeitgleich haben wir aber festgestellt, dass wir an der UDE viele geförderte und prämierte Lehrprojekte haben, über die man aber selten etwas erfährt. Und deshalb haben wir es uns zum Ziel gemacht, Lehrende zu vernetzen und zu inspirieren und haben deshalb die Lehrwerkstatt Online ins Leben gerufen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Genau, wie kommen die Praxisbeispiele nun in die Lehrwerkstatt? Idealerweise haben wir schon im Vorfeld mit den Lehrenden Kontakt durch unsere Tätigkeit eben auch in der mediendidaktischen Beratung, dass wir sie schon in der Antragsstellung begleitet haben. Wenn sie dann die Projekte erfolgreich abgeschlossen haben, können wir sie nochmal kontaktieren oder werden wir sie auf jeden Fall kontaktieren. Ob Sie Interesse haben, sich an der Lehrwerkstatt mit einem Beitrag zu beteiligen. Wenn Sie das auch möchten, dann kommen wir mit einem Kamerateam, wie Sie links sehen können, und führen zunächst erstmal ein kurzes Video-Interview durch und fragen Sie, worum handelt es sich bei dem Projekt? Was ist das Faszinierende daran? Was waren Erfolge in dem Projekt? Was würden Sie nochmal neu machen, wenn Sie es erneut starten und was sind Tipps, die Sie daraus entnehmen. Und das folgt dann letztlich, wie Sie rechts sehen, in einer Art Projektseite, dass wir dieses Video-Statement der Lehrenden haben. Man hat einen kleinen Abstract dazu, worum es in dem geförderten Projekt ging. Was war die Motivation oder der Hintergrund zur Durchführung des Projekts? Wie ist das didaktische Design dahinter und was sind auch Lessons Learned Erfahrungen aus den Projekten. Und zusätzlich, wie man vielleicht ein wenig erkennen kann, rechts sind noch weitere Kontaktmöglichkeiten aufgelistet, dass interessierte Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben, auch die Lehrpersonen direkt anzuschreiben, zu kontaktieren. Man hat noch eine Möglichkeit, ähnliche Beiträge zu sehen. Wenn zum Beispiel es in einem Beitrag zu Inverted Classroom um Inverted Classroom ging, kann man sich noch weitere Inverted Classroom-Projekte anschauen. Und man kann, wie man jetzt in dem Screenshot leider nicht erkennen kann, unten dann noch so eine Art HD-Infobox, also wo nochmal auch der Hauptbegriff erklärt wird, um jetzt bei dem Beispiel Inverted Classroom zu bleiben, wird dann auch kurz für Einsteiger oder HD-Einsteiger nochmal der Inverted Classroom erklärt. So dass wir unterschiedliche Zugänge bedienen. Ja, was sind so Zahlen, Daten, beobachtbare Effekte, haben wir es mal genannt. Die Lehrwerkstatt Online ist 2019 im Herbst online gegangen. Wir haben aktuell 39 Praxisbeispiele aus 5 verschiedenen Fachbereichen.
Es gibt eine sehr heterogene Verteilung innerhalb der Fächer, was uns sehr freut. Auch die didaktischen Themen sind sehr breit gestreut. Und wir können relativ hohe Zugriffszahlen beobachten oder konnten das beobachten während des Online-Semesters in 2020 und kommen aktuell auf durchschnittlich so 70 Besuche pro Tag, was für eine Lehrendenseite oder eine Seite, die für Lehrende gedacht ist, noch unserer Meinung nach sehr erfreulich und hoch ist. Was wir auch beobachten können, ist aktuell ein sehr starker Schwerpunkt im Bereich digitaler Themen, was auch mit den Förderprogrammen NRW-weit zu tun hat, sicherlich. Andererseits aber auch mit den, mit dem aktuellen Corona-Situation, dass digitale Themen öfter bedient werden. Was wir durch Gespräche erleben, ist halt auch eine Stärkung der Community of Practice an der UDE. Und wir beobachten auch in den Antragstellungen immer zunehmend mehr Kooperationen und Tandems unter den Kolleginnen und Kollegen der UDE. Und wenn Sie Interesse haben, laden wir Sie natürlich recht herzlich ein, sich die Seite anzuschauen und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Und ich begrüße jetzt noch Ingrid Scherübel. Ja, ich begrüße. Hallo, ja, wow, das geht hier flott. Ich möchte Ihnen gerne eine Digital-Innovation vorstellen, die sich an WissenschaftlerInnen direkt richtet. Also es geht nicht um Lehrende oder um Studierende in erster Hinsicht, sondern es geht um WissenschaftlerInnen als Schreibende. Und ich versuche auch mal diese Präsentation zu starten. Genau, und die Idee ist gewesen natürlich auch Corona-bedingt, sozusagen Schreiborte für Menschen zu entwickeln, die eigentlich ja gar keine Zeit fürs Schreiben haben. Also ich bin Schreibcoach für eben Leute auf akademischen Karrierewegen und erlebe eigentlich immer wieder diese traurige Situation, dass für das Kerngeschäft oft gar keine Zeit bleibt im Uni-Alltag. Es gibt so viele verschiedene Anforderungen an WissenschaftlerInnen, dass quasi ja, das Schreiben immer wieder hinten runterfällt. Und unsere Idee war es, ein Angebot zu machen, das sozusagen nicht nur ja, sozusagen mit diesem Schreibdruck, den man überall so spürt, da sozusagen eine Unterstützung bietet, sondern eben auch nochmal Bewusstsein schärft für dieses ja, karriereentscheidende Deep Work. Ich weiß nicht, haben Sie den Begriff Deep Work schon mal gehört? Würde mich mal interessieren, gerne im Chat. Das ist ja ein Begriff, den der MIT-Forscher Cal Newport geprägt hat. Und auch noch nicht. Okay, dann ist es ja etwas Neues. Also im Prinzip ist seine Idee zu sagen, ein Wissenschaftlerleben beinhaltet Shallow Work. Ja, das ist sozusagen dieser ganze Kram, die E-Mail-Kommunikation, die Meetings und so weiter. Und Deep Work, also die wirklich intellektuell anstrengende, herausfordernde Arbeit. Und diese zwei Elemente kommen vor in einem Wissenschaftleralltag. Problem ist nur häufig, zumindest ist das die Herausforderung, von der ich am meisten höre, dass Shallow Work überhand nimmt. Und man ist dann sehr beschäftigt, aber man ist nicht unbedingt produktiv im Sinne von karrierebefördernder Publikation. Und
Das vielleicht einfach auch nochmal so als Lektüre-Tipp. Also dieses Buch Deep Work enthält sehr viele Anregungen, wie man den Uni-Alltag produktiver gestalten kann. Wie haben wir uns jetzt dran gemacht, dafür ein digitales Angebot oder eine digitale Lösung zu finden, damit Deep Work mehr stattfinden kann? Das heißt natürlich immer auch, ne, Deep Work ist erstmal eine Entscheidung der Priorisierung, aber dann brauche ich auch einen Rahmen, die Fokus-Session, mit der ich wirklich in kleinen Zeitfenstern sehr fokussiert arbeiten kann. Und wir haben sozusagen eine Online-Umgebung geschaffen, in der 12-mal am Tag eine Fokus-Session stattfindet. Also eine Fokus-Session ist sozusagen eine Praxis von Produktivitätsstrategien. Sie dauert immer 60 Minuten, sie läuft immer gleich ab und wird so zu einer Art, ja, Produktivitätsritual in diesem Online-Coworking-Space. Und ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, wie sozusagen konkret diese Session abläuft. Grundsätzlich ist es aber so, es gibt eben einen Ort, The Writing Academic, und dort können diese Hyper-Focus-Sessions stattfinden. Man klickt so auf diese Tür und wird dann angeleitet und tritt ein in ein Zoom-Meeting und trifft dort auf andere Schreibende, die sich gemeinsam konzentrieren, die miteinander über ihren Texten brüten und ja, das Kerngeschäft priorisieren. Diese Fokus-Sessions gibt es 12-mal am Tag an 7 Tagen in der Woche. Es geht ganz früh los im Morgengrauen um 6.45 Uhr für die Lerchen, sage ich jetzt mal, und geht bis spät am Abend für die Eulen, für die Leute, die eben später fit sind. Und jeder findet eigentlich eine Stunde am Tag, um sich dieser Sache zu widmen, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist, es geht bewusst darum, dass man sozusagen nicht von sich erwartet, oh Gott, und ja, und dann halte ich mir das Wochenende frei und dann schreibe ich die ganze Zeit, sondern nein, in kleinen Hyperfokus-Sessions mitten im Alltag soll und darf das Schreiben stattfinden. Und das ist sozusagen die Innovation, die bei uns entstanden ist, die Wissenschaftlerinnen unterstützt. Und wenn Sie oder ihr Lust habt, die Fokus-Session mal auszuprobieren, gibt es am 19. November einen Deep Work Friday. Da werden mehrere Fokus-Sessions absolviert. Da könnt ihr gerne dazukommen. Alle Infos findet ihr auf The Writing Academic. Und ja, ich bin Teil dieses Teams aus Coaches, Schreibberaterinnen. Und ich freue mich über Leute, die es ausprobieren und sich Deep Work in den Alltag gucken. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir an alle Speaker und Speakerinnen des Lightning Talks. Ich bin sicher, dass Sie alle auch gerne bereit sind, mal in Kontakt zu stehen. Und sage an der Stelle auch Dank an die Audience und wünsche noch ganz viel Spaß und viele Netzwerkmöglichkeiten auf dem Festival.